Ups, ich habe die ganze Zeit das Mikro ausgehabt. Super, klasse, alles umsonst gelabert. 6 Minuten, ich habe es instant noch gemerkt. Scheiß Vieh. So, ach Alter, willst du mich verarschen? Wie soll ich an dem Vieh jetzt bitte vorbeikommen, wenn der so schnell ist wie ich? Geht doch. Alter, wie viele denn noch? Bei einem Ding, wo lang? Geht mir nicht auf den Keks, ja? Danke. Auf dich habe ich jetzt keinen Bock. Ja, geht doch. Immer diese plötzlichen Teleports, Alter, die nerven sowas von. Ja. Alter Falter. Hier ist nichts. Hier ist fucking auch mal nichts. Da muss ich hier irgendwas aktivieren. Machen tun. Ah. Na klasse. Hier geht's nicht weiter. Ach, you don't say. Ja. Was war das denn jetzt? Und Mr. Hergens, schön, wenn wir in der Aufnahme die. Ja, das war eine Nachricht, die reingegangen ist, dafür kann ich nichts. Stumm machen könnte ich dir sagen. Wo kam das her? Was? Oh mein Gott, wo kam der her? Verdammt, ich muss hier runter. Was? Oh mein Gott, Nedry, er muss ihn getötet haben. Nix weg hier, bevor er wiederkommt. Das Blut ist so fest, oder meine Lacklederschuhe darf nicht beschmutzt werden. Aha. Keine Ahnung. Wo bin ich denn jetzt gelandet, bitte? Ja, ATP editierte Cassettes. Kannst du bitte noch langsamer laufen? Oh, ist das dramatisch. Ja, da stehen ein paar Dinos rum, ne? Und? Ist ja scheißegal. Sieht man jeden Tag. Ja, nee, aber das ist so scheiß inszeniert. Wow, was sollte das denn das Szene sein, bitte? Ja. Was sollte der Sinn dieser Szene sein, bitte? Die war so unnütz.
Ernsthaft, die war so aus dem Unnütz. Diese Szene. Naja. Weil die ganze Zeit nur ein Geräusch spielt, ne? Keine Musik, kein gar nichts. Ach, ich schwöre, die Viecher. Pieselt euch, danke. Wo lang? Wäre schön, wenn das Spiel mir sagen würde, wo ich lang soll. Leute. Ich kann nicht mehr fliehen, ey. Ich kann nicht fliehen, ich kann gar nichts machen. Geil. Weg, 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 weg. So, danke. Deine Mutter. Du Scheißvieh. Hier kommt mich alles ab, mal. Was? Im selben Moment sind Ellie und Muldoon auf dem Weg zum Notstrom. Aggregat. Er kann nicht mal Aggregat richtig schreiben, um die Gebäude mit Stromwasser zu versorgen. Robert, ich kann den Bunker von hier aus sehen. Wir laufen, schaffen wir es? Nein, das schaffen wir nicht. Warum nicht? Weil wir von einer Textbox verdeckt werden. Geil. Weil wir bereits gejagt werden. Im Busch, direkt vor uns. Raptoren. Nur keine Angst. Das ist nicht, dass ich nicht lache. Laufen Sie zum Bunker. Ich kümmere mich um ihn. Laufen Sie. Jetzt. Ja, sie läuft. Wow. Sie war übelst langsam. Geil, hab ich dich. Arg! Das sind Raptoren. Das sind aus wie missgestaltete Drachen. Ja. Und das war jetzt ein Raptorengeräusch, ja? Ausnahmsweise mal kurz. Das Spiel, das hättest du auf der Toilette spielen können. Hätte zum Thema gepasst. Oh, guck mal, ich habe auf den Stühlen, auf den Tischen. Ja, ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme hier nicht mehr raus, Hilfe! Tja, das nennt sich Bug. Und zwar ein Bug, der das Spielen komplett unspielbar macht, wenn man sich nicht damit auskennt. Das nennt man Gamebreaker. Da kommst du auch nicht mehr raus. Oh Mann, Leute, bitte gewöhnt euch an eure Spiele verdammt nochmal, bevor ihr sie hochlädt. Einmal selbst durchzuspielen und zwar von Anfang bis Ende. So schwer kann das doch nicht sein. So Idiot, so ein Vollpfosten von Idiotie kann man doch. Nee. Also seid ihr alles Vollpfosten oder was? Ah. Testet eure Spiele, bevor ihr so zur so Öffentlichkeit rausgeht. Ich brauche die Zahlencodes. Was? Wie soll das funktionieren, wenn ich nicht mehr rauskomme? Hier brauche ich erst echt Nervennahrung und Schokolade. Ansonsten flippe ich hier aus. Das wollen wir noch was geben. Das ist keine Schokolade. Was? Wo ist der verdammte Code? Was ist das eigentlich? Das ist meine Milka-Schokolade. Unsere. Meine. Unsere. Meine. Unsere. Meine. Unsere. Du kriegst ein bisschen was. An diesen Schrei kommt übrigens auch kein Mensch. Endlich der Code. Der schnellste Tür und nix wie raus hier. Ach, jetzt Ah, geht jetzt. Das auch Jetzt habe ich alle zusammen. So, mal hin. Das ist ja wegen der Zeitbombe.
Was war das? Kaptoren. Ich muss Heere so schnell wie möglich raus. In der Zwischenzeit ist Ellie im Strombunker angekommen. Sie nehmen per Walkie-Talkie Kontakt mit John Hammond auf. Am Handy. So, John, ich bin im Bunker. Hier sind ein Haufen Schalter. Gut, sie müssen alle betätigen. Dadurch funktionieren die Telefone wieder. Das war ja auch falsch, oder? Das ist auch falsch. Weil die haben ja bis jetzt noch überhaupt nichts runtergefahren. Am Handy. Okay, dann betätige sie jetzt ein. Wie sie immer schön am Handy, wo er sagt, ne? Wie gewollt und absolut nicht gekonnt und dazu noch falsch in jeder Richtung. Ich habe es bewusst immer Vollbild gemacht, das sieht er mehr. Jetzt habe ich bewusst immer Vollbild gemacht, das sieht er mehr. Ich hoffe, ich nehme trotzdem auf, oder? Ja. Ist der am Handy? Ist der Hammond? Die Telefone fickt wieder. Die sollen sofort einen Hubschrauber herschicken. Gottes Willen. Ist das dumm. Dumm, die dumm, die dumm. Dumm, die dumm, die dumm. Muss ich gar nicht klagen, das ist super. Ich sag einfach mal durch dichte Gebüsch. Und jetzt laufe ich mal hier lang. Was war das denn jetzt? Achso, das war dein Tablet. E-Mail und so. Ihr sollt ernsthaft diesen Weg hier lang laufen. Du kannst mich mal entwickeln. Jetzt ehrlich. Das sieht aus wie ein Vogelkäfig, aber ich muss hier durch. Das sieht für mich nicht aus wie ein Vogelkäfig, das sieht für mich aus wie, keine Ahnung. Wie aus wie ein Grabfehler. Ja. Ach so. Was ist das denn? Das hört sich immer an, als wenn da ein Esel am Sterben ist. Hallo. Also, was? Du Drache mit einem Horn. Ja, die sehen aus wie ein Gruppchen. Jetzt. In der linken oben Ecke ist klar. Was sind das hier eigentlich für Dinge? Das sind Bäume darstellen. Das sieht aus wie dahin geschissen. Ist es ja auch. Er bist. Wo bin ich? Mist. Das sieht aus wie eine Toilette. Ich laufe gerade auf schwarzem Untergrund. Was? Wo bin ich jetzt? Egal, gelandet. Da steht einer hinter dem Vorhang.
Hey, man, geht's Ihnen gut? Oh, Mann, nein. Ich wurde angegriffen. Bleiben Sie ganz ruhig, ich werde Hilfe holen. Lassen Sie es sein, es ist zu spät. Ich halte nicht mehr so lange durch. Können Sie mir sagen, wie ich am schnellsten zum Hauptgebäude komme? Gehen Sie zum Berg. Wenn Sie oben sind, müssten Sie das Gebäude sehen können. Dann ist es nicht mehr weit. Und dann springen Sie vom Berg runter und dann, ja. Aber passen Sie auf, dort wimmelt es nur so von Raptoren. Sie sind doppelt so schnell wie Sie. Hier, ich gebe Ihnen erst das Medizin, damit es Ihnen besser geht. Sie sind sehr verletzt. Bin ich nicht, aber egal. Ich habe schon welche gesehen. Ich fühle mich gleich viel gesünder. Vielen Dank. Nee, hey, ich wurde nicht geheilt. Ah, jetzt. Das ist gar nicht laut oder so. Ich kann das Hauptgebäude von hier sehen, vielleicht noch zwei Meilen. Meilen. Hm. So schreibt man Meilen nicht. Jurassic Park. Das waren zwei Meilen. Das waren zwei Maps. Ah, eine Waffe. Die kann ich gut gebrauchen. Flip. Das Geräusch. Ja. Ja. Geile Waffe. Unsichtbarkeitswaffe. Sie ist so geil, sie ist unsichtbar. Oh Gott. Ah! Hilfe! Ja, nee, auf die schnellste Geschwindigkeit stellen. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Das sieht irgendwie ruhig aus. Ich kann mir nicht helfen. Das erinnert mich an unsere Terrorhühner. Terror-Raptoren eher. Die gar nicht wissen, wie wir Schweine gemacht hätten. Nein, dieser Untergrund, der tut in den Augen weh, finde ich. Nein, diese Bäume tun mir in den Augen weh. Ja, die sind nicht ganz so schlimm. Aber wir sind doch bald am Ende von Film angekommen, oder? Oder? Was? Wir sind aber bald am Ende vom Film angekommen, ja. Oder? So. Nehmt sie die Zeit aber ich noch. Ja, schauen wir mal. Ups. So. Eine riesige Herde von Gallimimus. Wenn die anders geschrieben. Wovor flüchten die denn? Es sieht aus wie ein Schwarm Vögel vor der Flucht vor einem Raubvogel. Die Matrix in anderer Art und Weise. Was? Was? In
ich dann ganz schwer. Vor allem die Schächte ausgeschnitten worden sind, ne? Es sieht aus, als in den Hautgeschwür oder so. Warum kannst du überhaupt? Das macht ja sowieso keinen Sinn. Weil ich nicht fliegen kann. Deswegen. Dann flieg drüber. Deshalb waren sie so aufgeschreckt. Der Tyrannosaurus auf der Jagd. Schnell weg, bevor er mich noch bemerkt. Achso, ich muss in eine andere Richtung. Ich muss in eine andere Richtung. Hallo RTP Hausen. Auch tote Zwillinge. Was war das denn für Gott? Ja, und du? Achso, ich muss da rum. Okay. Diese Geräusche. Nee, oder? Ja, super. Und du? Muss ich irgendwas untersuchen oder so? Oder? Ja. Velociraptor. Mhm. Oh, die sterben sogar. Jetzt erst. Geräusch ist so toll. Du hast was aufgenommen. Was? Hier lag was, das hast du aufgenommen. Echt? Ja. Ah. Nicht mal irgendeine Rückmeldung mehr das Spiel gebracht. Geil. Oh mein Gott. Seid ihr in Ordnung? Oh, Alan. Gott sei Dank. Du bist in Ordnung, aber Mr. Arnold und Martin Dune hat's erwischt. Raptoren, nicht wahr? Lass uns schnellstens hier weg. Gehst den Kindern gut? Nur keine Angst, Mr. Hammond, die sind in Sicherheit. Der Hubschrauber steht hinter dem Gebäude. So, haben die nicht irgendwas vergessen? War da nicht irgendwo noch eine Szene, wo die Kinder mit den Raptoren irgendwie, oder war das im zweiten? Ja, war doch mal. Was war? Ja. Was ja? Mit den Raptoren, mit den Kindern, das hat, fehlt noch. Dann los. Irgendwie, ich will ja nicht sagen, aber irgendwie stimmt das die ganze mit der Vorlage. Ich bin gerade etwas verwirrt. Warum? Das dürfte jetzt gar nicht so ablaufen. Ja. Eigentlich, aber der Entwickler scheißt anscheinend auf Kontinuität. Also auf der einen Seite kopiert er exakt die Kommentare, die im Film vorkommen, aber von 1 zu 1, dann gibt es teilweise falsch da und dann ändert er die ganze Story, aber der ändert das nicht, der modelt das einfach nur um. Junge, Kopfschuss. Ich mache erstmal kurz einen Cut, weil wir haben bald eine halbe Stunde voll, von daher bis gleich.